Ja, meine lieben Abonnentinnen und Abonnenten, heute möchte ich mir mein de facto wieder Lieblings-Pokémon anschauen. Gengar war in der Zwischenzeit durch Skelabra abgelöst, aber jetzt ist er wieder oben auf, das dürfte ihn doch freuen. Und ja, weil ich den in Pokémon Schwarz und beziehungsweise in Pokémon Weiß 2 nicht bewertet habe, weil er nicht im Dex war, würde ich das gerne jetzt erstmal nachholen. Und anschließend werde ich die Megaform von ihm bewerten. Dass das Ganze einen Grund hat, ist klar, aber dazu ein anderen Mal. Jedenfalls, wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt größtenteils durch aus allem. So viel möchte ich, kann man auf jeden Fall festhalten. Und ich dachte mir, dass wir das jetzt einfach so machen. Da ich jetzt mit den neuen Pokémon, wie gesagt, durch bin, die in allen Dexen zu finden sind, werde ich mich jetzt zunächst um, um Gengar und Mega Gengar kümmern und anschließend werde ich mich erstmal um die Pokémon kümmern, die, vom Typ Fee sind, beziehungsweise die den Feentyp dazu bekommen haben und schauen, wie sich diese verändert haben durch ihren Feentyp. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mit allen Mega-Entwicklungen weitermachen oder nicht. Aber ich denke, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist durchaus da. Also schauen wir uns Gengar an. Was ja durchaus, ich sag mal, auch so immer schon sehr stark war, war eigentlich immer im Overused-Tieren Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber, Kristall, Rubin, Saphir, Smaragd, Diamond, Pearl und Platin und auch in Schwarz und Weiß. Und das liegt einfach daran, dass er zum einen sehr, sehr schnell ist und zum anderen einen verdammt guten Spezialangriff hat. Gepaart mit einem relativ guten Typ. Geist ist ein guter Typ für Spezialangriffe und einfach auch gute Attacken kann. Am besten spielt man ihn, wenn man ihn nicht gerade mega entwickeln möchte, mit einem Walschal. Das sorgt natürlich dafür, dass die Init dementsprechend geboostet wird, was definitiv etwas ist, was man überdenken sollte. Ich meine 50% mehr Init. Er ist zwar schon schnell, aber manchmal ist es auf jeden Fall sicher, dass man es so zuerst angreift. Genauso wie mit einem scheuen Wesen. EV ist 4 Stück auf KP, 252 auf Spezialangriff, 252 auf Init. Typischer Sweeper eben. Und die Attacken, die man ihm gibt, sind dann natürlich Spukball, Stab-Attacke, Matschbombe, Stab-Attacke. Seit dieser Generation aber erst ist dementsprechend Matschbombe auch ratsam geworden, da es jetzt den Typen Fee gibt und man den so sehr effektiv treffen kann. Davor war das so eine Sache. Zudem Donnerblitz und Kraftreserve Eis. Und dann hat man 4 sehr, sehr starke Attacken. Wenn man sich auf eine spezialisiert, nimmt das durch den Walschal dementsprechend auch zu. Aber auf jeden Fall, kann man so eine sehr hohe Varianz von Typen treffen. Früher hätte ich statt Matschum auf jeden Fall Fokusstoß vorgeschlagen. Ist auch jetzt noch eine gute Option, das möchte ich gar nicht verneinen. Aber dadurch, wie gesagt, durch diese Möglichkeit, die es jetzt hat, hat es einen enorm an Wert gewonnen, würde ich sagen. Es bleibt jedoch bei Schwebe, denn die Fähigkeit Wegsperre besitzt es erst als Mega-Gengar, worüber ich nächstes Mal reden werde. Schwebe ist definitiv gut, da es durch seine Bodenschwäche weggeht und er nur mit Psycho, Geist und Unlicht letztendlich bleibt. Herzlich willkommen in Tempera City bei Pokémon X! Und ja, damit erkunden wir die Stadt einfach mal weiter. Wir sind schon so gut wie durch. Es gibt doch noch ein paar Sachen, die wir hier finden können. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt wurden, träumen im Schlaf. Ja, das ist tatsächlich so. Aber hier gibt es ja in dem Sinne keine Spielsynchro. Das war jetzt so ein Throwback zu Pokémon Schwarz 2, Weiß 2. Hey Kindchen, wenn du zufällig Vivien, eine Wissenschaftlerin aus der Einarregion? Nö. Ach so, du kennst nicht jeden random Wissenschaftler? Komisch. Aber sie hat den Sinn mal Spielsynchro entwickelt. Das ist der absolute Wahnsinn, sag ich dir. Woher wisst ihr das? Ich hab's noch gar nicht probiert. Pokémon der Fähigkeit im Somnia Montag kein Schlafen nicht ein. Ja, das bezieht sich natürlich nicht auf die Spielsynchro. Wäre sonst sehr bitter. Auch wenn die Spielsynchro wirklich ein episches Multiplayer-Element in Schwarz und Weiß war, was über das, was man bisher gekannt hat, doch hinausging. Das hat mir sehr gut gefallen. Hast du jede Menge Pokémon angesammelt? Zaubert das bestimmt ein Lächeln auf dein Gesicht. Oh Gott, Pokémon, wie viel habe ich denn zum Geier? Nicht wirklich viele. Das sieht erbärmlich aus. Die Legenden der Kalos-Region besagen ja, dass der legendäre Pokémon
nee, das legendäre Pokémon Sari, Sprachfehler, tief und fest schläft. Daher gibt es auch so wenige Geschichten darüber. Okay. Schauen wir einfach mal weiter. Wenn du mit Regentanz für Regen sorgst, trifft Donner auf jeden Fall. Ich sag nur, Regen gut, alles gut. Von diesem Regen bekomme ich nie genug. Er ist ein absoluter Raindance-Spieler. Das merkt man. So erstelle ich mir auch jeden vor, der mit diesem Team abgeht. Nicht, dass ich das jemandem vorwerfe. Ich spiele auch endgerne Raindance. Also, ja, insofern verstehe ich ihn da wirklich gut. Naja. Es gibt Dinge, die man zu zweit tun kann, wie etwas streiten oder Leckereien teilen. Ja, du kannst auch vielleicht mit dir selbst streiten, wenn es dich irgendwie mental glücklich macht. Wenn ein paar Leckereien übrig sind, dann bekommen sie der Stärkere. Ist aber, finde ich, sehr cool und realistisch gemacht, dass tatsächlich Käuf warf bei den meisten, ich sag mal, heimischen Trainern, die in ihrem Häuslein wohnen, dass es da das Pokémon ist, das man am meisten antrifft. Oder eben Psiao, weil es eine Katze ist. Also, das hat man wirklich nett durchdacht, dass man die realen Haustierverhältnisse in Frankreich auch widerspiegelt. Beim Dreierkampf und beim Reihenumkampf setzt man drei Pokémon auf einmal ein. Angeblich wurde diese neue Kampfformation in der Einalregion entwickelt. Ja, es ist jetzt nicht sonderlich schwer, einfach drei Pokémon in den Kampf zu schicken. Darauf wäre ich auch gekommen, aber der Reihenumkampf ist schon eine interessantere Art des Kämpfens. Ich hoffe, die werden wir uns in dem Spiel noch anschauen, aber ich glaube, die kommt nur ein einziges Mal vor, aber schauen wir mal. Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid. Ja, macht Sinn. So heißt mein Lied. Willst du es dir mal anhören? Na gut. Dann hol dir einen Tee oder sowas. Mach's dir gemütlich und spitz die Ohren. Yeah, Wavering Emotions. Ja, das spielt Lieder aus Pokémon Schwarz 2, Weiß 2 und... Oh, epic. Ich bin jetzt mal kurz ruhig. Diese Musik ist einfach nur awesome. Und was sagst du? Habe ich bei dir irgendwie die Erinnerung an eine schöne Begebenheit wachgerufen? Ey, Alter. Du spielst mit den Gefühlen der anderen und wächst Emotionen nur, um dein Geld zu kriegen. Aber es hat funktioniert. Nimm. Na, danke. Ich habe dir ein Lied geschenkt und hast mir dafür Trinkgeld gegeben. Jetzt haben wir beide von unserer Begegnung profitiert. Komm doch wieder vorbei und hör mir zu. Ich hätte es eigentlich auch einfach auf meinem Media Player starten können. Aber das war jetzt einfach so episch. Aber ja, ich find's wirklich schön. Man hört auch andere Tracks aus Schwarz-Weiß und Weiß-Weiß, soweit ich weiß. Aber der Track war eben sehr, sehr schön. Und da der Standard gewesen in diesem Spiel war, hat man den einfach mal eingebaut. Was ich sehr nett finde. Einige Pokémon können im Kampf der ihrer Fähigkeiten einen Formwandel vollziehen. Ich wollte ja eigentlich nach Illumina City, aber aufgrund eines Stromausfalls ist das Tor gesperrt. Komisch, dabei findet sich das Carlos-Kraftwerk doch gleich in der Nähe auf der Route 13. Da kann es doch eigentlich gar nicht so lange dauern, bis der Strom wieder fließt, oder? Es kommt drauf an, wie schnell sie arbeiten. Hier, nimm, das ist für dich. Okay, okay. Ist ja gut. Ja, nimm, Mann. Nimm das Gamepad. Dieses Giftstein gibt es am besten an den Gift-Pokémon zum Tragen. Oder du jubelst sie mit Hilfe von Trickbetrug einem anderen Pokémon unterkapiert. Ja, ist ja gut. Verstanden. Ja, schauen wir doch mal. Was ja das Problem ist, die... Oh mein Gott, ist die Lumina-Stippe. Und, ja. Das Tor ist auf jeden Fall gesperrt, wie schon gesagt wurde. Ich werde mich da jetzt nicht weiter drum kümmern, weil ich hasse diesen Ort. Das ist der schlimmste Ort, der im Pokémon jemals designt wurde. Na komm, in dieses Tor gelangst du auf die Route 13. Und ja, das wird die schlimmste Route. Dafür hat die Route jedoch eine der epischen Sachen, die im Pokémon jemals designt wurden. Das Carlos-Kraftwerk ist echt richtig geil. Vor allem hat es eine epische Musik, das werden wir dann noch sehen. Wow! Chill! Ja, tut mir leid, dass ich spät dran bin. Ja, pfff! Du musst doch nicht hinter mich und dem Angrennen kommen wie irgendein Gestörter. Wenn er einen Blitz hat, hätte dich voll geblitzt. Ich muss dich treffen, weil ich unbedingt eine Mega-Entwicklung sehen will. Natürlich ist es dir überlassen, ob du die Mega-Entwicklung einsetzt oder nicht. Aber als Pokémon-Trainer würde ich gerne sehen, was in Pokémon steckt. Okay. Du möchtest also, dass ich Mega-Glurak einsetze, damit er dich absolut zerstört. Weißt du, wenn du so darum bettelst, dann werde ich dir, glaube ich, den Gefallen tun. Wenn es das ist, was du sehen willst, ich meine, ich hätte auch durchaus Bock, dir Mega Flugkiefer zu zeigen, aber das ist gerade ein kleines Problem.
Und wow, Lichtschild bei einem Pokémon, das nur physisch angreift. Das hast du wirklich super durchdacht. Ironie. Also insofern... Oh, er setzt keinen Trank ein. Was ich übrigens aber gut finde, ist, man kämpft hier, wie ihr seht, relativ häufig gegen die Rivalen. Fast schon wieder so wie in Rot und Blau. Wo man ja doch in den kürzesten Zeitabständen immer wieder gegen ihn gekämpft hat. Das finde ich hier definitiv sehr geil. So, gut. Wenn du ihn sehen willst, es bringt jetzt zwar nicht unbedingt so viel, da unbedingt Glurak gegen hinzuschicken, aber er möchte eine Mega-Entwicklung sehen. Also, dann tue ich ihm verdammt nochmal diesen Gefallen. Bäm! Und dann hauen wir einen Drachentanz rein. Yeah! Zeig's ihm! Glurak! Mega-Digitation zu Black War Greymon! Ja, das dürfte jetzt erst einmal ausreichen. Der Feuerstahl ist ja diesmal nicht für den Feuerkampf, das heißt, dass auch meine Flugattacke nichts bringt. Aber jetzt müsste Flügelschlag stark genug sein, auch wenn ich tatsächlich dazu sagen muss, sein Stab ist jetzt weg. Der, kommt so schnell nicht mehr wieder. Ich kann ja noch Drachenklaue bekommen. Insofern ist es nicht so, als hätte ich jetzt ewig Flügelschlag. Weil ich ja später auf jeden Fall immer mit Mega Glurak X kämpfen möchte, habe ich natürlich Drachenklaue eingeplant, aber ja, die Attacke bekomme ich dann später per TM. War also daher auch nicht nötig, dass ich die Attacke schon vorher beibringe. Hätte Glumanda natürlich am Anfang gebraucht, aber ich wollte mir nicht einen allzu großen Vorteil verschaffen. Alter, musstest du es so übertreiben? Ja, du wolltest die Mega-Entwicklung sehen. Ja, du hättest meinem Pokémon nicht sein Herz rausreißen und es ihm an den Kopf schlagen müssen. Hab ich gar nicht. Ja, aber sah so aus. Naja, wir sind dasselbe von der Skizia aufgebrochen und haben denselben Weg zurückgelegt. Und doch unterscheidet sich unsere Stärke minimal. Ersetze das minimal durch deutlich und dann ja. Moment. Wurde ich gedisst? Liegt es eigentlich an mir? Oder fehlt mir einfach das nötige Talent? Ach, gib auf jeden Fall dein Bestes in der Arena. Ja, diese Fragen, die er sich stellt, das sieht man ja auch immer wieder. Silver hat sich solche Fragen gestellt, auch Charon immer wieder. Also es ist immer ganz schön, wenn man so ein bisschen ein Gesicht vom Rivalen zeichnet. Das mag ich. Nicht mehr der Jüngste, aber noch immer topfit. Amaro. Ja, dann gehen wir doch einfach mal in die Arena rein. Es ist die, wie ihr seht, Tempera Arena. Und ja. Ich bin am Überlegen, ob ich hier zu Glurak wechseln soll. Es ist halt wirklich sehr stark im Vorteil. Und ja, Flunkiefer ist halt so eine Entscheidung, wo ich sage, ja, ich trainiere mit ihm, aber ob es unbedingt Sinn macht, ich mache jetzt einfach mal einen Kampf mit ihm, würde ich sagen. Und dann sehen wir weiter. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Gialda Amaro köpfe Pflanzen-Pokémon auf dem Weg. Zu ihm findest du überall Lianen, die von der Decke herabhängen. Greife nach einer, halt dich gut daran fest und schwing dich damit über die Abgründe. Mit genügend Schwung wird der Sieg dein sein. Ja, das ist was man sehr nett in diesem Spiel gemacht hat. Diese 3D-Möglichkeiten kommen zurück, die wir auch davor ja schon öfters gesehen haben. Es läuft dann so ab, wir schwingen hier und schauen, ob hier etwas ist. Schwingen tun wir, indem wir den A-Knopf drücken und der Rest der Animation verläuft von selbst. Wir machen also nicht allzu viel. Es ist nicht so, als würden wir jetzt Jump'n'Run-Style-mäßig herumschwingen müssen, aber wir machen doch ein wenig, um uns selbst etwas ins Spiel einzubauen, was ich im Prinzip wirklich begrüße. Gut, jetzt muss man halt schauen, es macht eigentlich wirklich keinen Sinn, ihn einzusetzen. Ich sollte ja wirklich Glurak kämpfen lassen, aber er ist halt schon vom Level den anderen wirklich weit voraus. Ist ein bisschen blöd. Ich
muss dann immer wieder auf ihn zurückgreifen. Für die Himmelskämpfe müssen sie auf ihn zurückgreifen. Jetzt hier in der Arena, aber ich denke, wir kämpfen einfach mal mit ihm und danach lass ich's erst einmal ein wenig bleiben. Muss ja nicht in jedem Kampf die Mega-Entwicklung machen. Ich denke, wenn ich das bei Amaro mache, genügt das vollkommen. Das Schöne ist, ihr seht, die Pokémon Ranger geben einem ganz gut Geld. Natürlich, es war das Münzamulett aktiviert, aber trotzdem über 2000. Das kann sich schon sehen lassen. So, ja, machen wir einfach mal. Wie gesagt, er ist deutlich am stärksten von allen, aber ja, in der Pflanzenarena ein Feuerflug-Pokémon nicht einzusetzen, wäre einfach dämlich, weil mit jeder, also mit beider seiner Stab-Attacken ist er sehr effektiv gegen Pflanze, durch seinen Flugtyp hat er eine Resistenz gegen Pflanze, also das kann ich nicht vor dem Forum der Vernunft verantworten. Nein, wirklich nicht. Es ist aber eine Pflanzenarena, die wirklich ganz anders funktioniert als die, die man davor kennt. Also, die man davor kennt, hatten irgendwas mit Zerschneiderpflanzen zu tun. Übrigens Castadur, sehr gut, dass ich Glurak nach vorne getan habe. Wenn man sich an Erika erinnert, da musste man mit dem Zerschneider durchgehen. Sylvanas Arena. Das war die nächste Pflanzenarena, die folgte in Generation 4. Da war es tatsächlich auch so, dass man da ein bisschen was machen musste. Deswegen ist übrigens der Flugtyp auch sehr cool, gerade für sowas wie Lombrero. Da war es auch so, dass man da ein bisschen was extra machen musste. Jedoch nur in Diamond und Pearl musste man den Zerschneider einsetzen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Rätsel des Diamond und Pearl war, aber ich glaube, es hat den Zerschneider involviert. Und erst in Platin kam dann diese riesige Uhr bei ihr. Und ja, in einer hatten wir wieder keine Pflanzenarena. Das ist insgesamt erst die dritte Pflanzenarena. Nicht sehr viel, wenn man bedenkt, dass Pflanzen ein wirklich basicer oder ein wirklicher Basistyp ist. Wurde der doch bisher ziemlich vernachlässigt. Natürlich gibt es so Typen, die eigentlich immer vorkommen, wie zum Beispiel Wasser und Elektro. Feuer kommt zum Beispiel auch gar nicht mal so häufig vor, aber ja. So, jetzt würde ich kurz selbst damit überlegen. Ich glaube, ich gehe mal runter kurz. Aber ja, ich finde es, wie gesagt, wenn man darüber nachdenkt, finde ich es doch etwas komisch, dass so wenig Pflanzen Arenen bisher da waren. Aber dafür, wie gesagt, ist das diesmal etwas, was sich ganz anders unterscheidet von den anderen. Die Lianen sind wirklich gut eingesetzt und ergeben ein nettes Arena-Rätsel. Die Sache ist halt die, ups, verdammt, die sonst auch immer eintrifft. Das Rätsel ist nicht wirklich schwer. Es bietet nur schöne 3D-Elemente. Aber ja, was Schwieriges sieht anders aus. Damit meine ich zum Beispiel sowas wie die Käfer-Arena aus Heart Gold and Soul Silver. Da hat man auch schön gezeigt, was der 3D oder was der DS kann. Aber es hatte eben auch etwas Schwierigkeit. Und wenn man sich die Arenen davor anschaut, das war tatsächlich auch so, als wir in Reliviera City waren, die Arena dort. Sah eigentlich genau nach dem gleichen Muster aus. Man musste nur richtig klettern und dann war man auch ohne Probleme da. Es war zwar eine nette neue Idee, aber es war eben nicht sehr anspruchsvoll. Dennoch möchte ich da jetzt nicht allzu sehr drauf rumreiten. Arena-Rätsel waren noch nie sonderlich schwer, sage ich mal, und sollen auch größtenteils wirklich dazu da sein, damit die Arenen etwas abwechslungsreicher sind. Und ich finde, zumindest was das Rätsel angeht, ist das dieser Arena auch wirklich gut gelungen. Gut, Leute, ich beende den Part an dieser Stelle. Danke für eure Aufmerksamkeit in diesem Part Pokémon X. Danke für Daumen hoch und das nächste Mal werden wir diese Arena abschließen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.